Ja, ich weiß nicht, Session Chair? Okay, gut, braucht man keinen. Nee, gar nichts. Ist okay. Ja, ich begrüße euch zu meinem Vortrag hier. Didaktische Anforderungen an die erste Programmiersprache. Ja, warum? Im Prinzip ist so, ich habe mal einfach kurzer Inhalt, Einführung und Motivation. Erfolgsgeschichte, Brainstorming. Meine Motivation ist, ich meine, gut, ich bin seit 72 programmiere ich, habe seit 96 Lehrerfahrung und eben halt einfach seit 2001 eben halt einfach an der Hochschule Augsburg im Studiengang interaktive Medien und ich mache seit ungefähr 98 eben halt einfach auch Python und bin eben halt einfach überzeugt von Python, als Lehrsprache. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, das Kollegen zu erklären. Wir sind zwar inzwischen immer mehr, wir sind inzwischen 4 Kollegen, die eben halt einfach auch Python nutzen und Python unterrichten, aber trotzdem ist es so, in der ganzen Kollegenschaft wird es schwierig, eben halt einfach zu sagen, nehmen wir doch Python als erste Programmiersprache. Und da war jetzt dann der Gedanke, was gibt es denn im Prinzip für didaktische Anforderungen an die erste Programmiersprache? Ich bin ja kein Didaktiker, ich bin ja Mathematiker, Informatiker, Geophysiker. Und da war eben halt einfach so die Überlegung, was macht eben halt einfach wirklich die erste Programmiersprache aus? Also meine Anforderungen wären eben halt einfach benutzerfreundliche Bedienung, Einfachheit, schnelle Erfolge und natürlich auch ein wichtiger Punkt Open Source, damit eben halt einfach die Motivation, wann und wo eben halt einfach gelernt wird, nicht eben halt durch fehlende Lizenzen eingeschränkt wird. Und ich habe mir dann eben halt einfach mal ein paar Stories angeguckt, was es eben halt einfach gibt und wollte es dann anschließend einfach mit euch mal diskutieren, in so einer Art Brainstorming. Also Alan B. Downie ist Professor of Computer Science am Franklin W. Olin College, hat also diese ganze Liste von Büchern geschrieben und unter anderem die Geschichte seines Buchs Think Python, was er jetzt neu aufgelegt hat in diesem Jahr, How to Think Like a Computer Scientist, hat so ein paar Ziele für sein Buch gehabt, keep it short, it's better for students to read 10 pages than not read 50 pages, be careful with vocabulary, build gradually und focus on programming. Und das kann man, denke ich, aus meiner Sicht auch wirklich, beziehungsweise noch weiter, er hat ihm halt einfach dann ja zuerst Java 1999 gehalten und ist dann eben halt einfach aufgrund, dass ein Jeff Elkner eben halt einfach das auf Python portiert hat, das Buch, hat er Python selber gelernt und hat dann 2003 wirklich auch Python in der Lehre eingesetzt. Und er schreibt eben halt einfach wirklich, the contrast with Java was striking. Students struggled less, learned more, worked on more interesting projects and generally had a lot more fun. Ja, und das, denke ich, ist auch das, was ich der Meinung bin. Ich habe im Prinzip diese 4 Sachen, die er für das Buch geschrieben hat, was er als Ziele hat, denke ich, das gilt auch für die Sprache selber, also für die erste Programmiersprache. In der Kürze liegt die Würze. Also das heißt, Studierende sollten besser 10 Zeilen Code lesen, als keine 50 Zeilen Code. Ja? Gilt genau dasselbe. Vorsichtig mit dem Wortschatz umgehen, das heißt die Syntax an den bekannten Wortschatz anpassen, das heißt im Prinzip halt das, was wir haben, for i in Liste, eben halt einfach anstatt for und so weiter. Ja, Schritt für Schritt Entwicklung, das heißt kleine, einfache Funktionen anstatt einer großen Klasse, was so ein bisschen in diese Richtung auch funktionale Programmierung geht. Was man eben halt einfach auch machen kann in Python, also diese 3 Methodenansätze, komme ich auch später nochmal drauf, Objektorientierung, funktional und prozedural, eben halt einfach in einer Sprache. Und das Fokussieren auf die Programmierung und nicht die Programmiersprache. Und
das ist ja eigentlich das, was auch manche eben ja auch machen in der Lehre, dass sie eben halt einfach ausführbaren, dass man eben halt einfach Pseudocode schreibt. Und für mich ist Python eigentlich nichts anderes als Pseudocode, weil es eben halt einfach so kurz ist. Was gibt es noch für Beispiele? Zum Beispiel edx.org, das ist der Zusammenschluss von den Universitäten MIT, Harvard, Berkeley und University of Texas. Und da ist es auch so, dass eben halt einfach dieser Online-Kurs Introduction to Computer Science and Programming Python benutzt. Und was eben halt einfach auch der Fall ist, udacity.com. Learn, Think, Do, Higher Education for Free. Das ist ja das Schlagwort, was eben halt einfach Sebastian Frun, der Prof für Künstliche Intelligenz an der Stanford Uni, der eben halt einfach Google Fellow ist und eben halt Entwickler und Initiator eben halt dieser Projekte wie dieser autonom fahrenden Autos und dem Google Brillenprojekt, der eben halt Udacity zusammen mit ein paar anderen gegründet hat. Und dort ist auch sowohl der Einführungskurs Introduction to Computer Science als auch alle anderen Kurse, die eben halt einfach in Udacity irgendwas mit Programmieren zu tun haben, ist eben halt einfach auf Python aufgebaut. Und gerade dieser Kurs CS101, das verwendet eben halt einfach auch so moderne didaktische Konzepte, dass man eben halt einfach das Ganze fallorientiert macht und nicht mehr so klassisch aufbaut und mit Variablen beginnt oder sowas, sondern dass man eben halt einfach sagt, ich will was tun, ich will das und das erreichen, wie gehe ich vor? Und das ist eben halt einfach hier bei diesem Kurs Entwicklung einer Suchmaschine durchgeführt worden. Der hat eben halt einfach auch einiges an Quizzes, insgesamt eben halt einfach so 7 Units mit circa 35 bis 40 Teileinheiten und eben halt einfach solchen Quizzes am Schluss, die eben halt einfach die Studenten jederzeit eben halt einfach immer wieder machen können und gucken können, was haben sie eben halt einfach für einen Erfolg in dieser einzelnen Einheit da. Und eben halt einfach, wie gesagt, Python als Programmiersprache. Und Chris Pugh Blue erzählt eben halt einfach in dem Udacity-Blog, warum eben halt einfach Udacity Python als Programmiersprache verwendet. Udacity courses so far have been using Python because it's overall the most convenient language for teaching and learning. Ja, also auch das, was ich, und dann zusätzlich eben halt einfach das, was ich gerade gesagt habe, eben halt einfach objektorientiert, imperativ und auch eben halt funktionale Paradigmen, alle eben halt einfach in Python eingeschlossen. Das dynamische Typsystem eben halt einfach, dass das eben halt einfach aspektorientiertes Design erlaubt und einige andere Dinge, die eben halt einfach modern in der Computerindustrie eben halt einfach gemacht werden können. Und das eben halt einfach genauso einfach und leicht und schnell, ohne eben halt einfach komplizierte Bibliotheken zu benutzen. Und es ist eben halt einfach so, Python eben halt einfach zu lernen, ist eben halt einfach doppelt so schnell, wie eben halt einfach das Ganze in C, C-Sharp, Ruby oder eben halt einfach auch Java. Und eine ganz alte Geschichte ist, dass Eric Raymond bereits im Jahr 2000 eben halt im Linux Journal eben halt einfach den Artikel Why Python veröffentlicht hat und der eben halt einfach so auch auf den Aspekt kommt, dass es eben halt einfach die Sprache, dass es wahnsinnig wichtig ist bei einer Sprache eben halt einfach, dass sie eben halt einfach auch lesbar ist. Dass man eben halt einfach das, was man vielleicht vor 1-2 Jahren geschrieben hat, dass man das hinterher eben halt einfach auch wieder erkennen kann, was man da gemacht hat. Und dass das eben halt einfach auch was ist, was in anderen Sprachen viel, viel schwieriger ist, da wieder reinzukommen in seinen Code, als eben halt einfach das in Python der Fall ist. Ja, und dass eben halt einfach das die Hauptgeschichte an der ganzen Geschichte ist, warum Python eben halt einfach, ist eben halt einfach die Lesbarkeit von Python-Code ist eben halt einfach so
vom Design her so wahnsinnig klar und deutlich. Und das schreibt er ja auch, I was actually dealing with an exceptionally good design. Ja, und das, denke ich, das Neueste, was wir jetzt haben auch, das ist eben halt einfach auch Raspberry Pi, dass eben halt einfach auch die Raspberry Pi Foundation sich das Ziel gesetzt hat, die Informatikausbildung in britischen Schulen zu verbessern und das eben halt einfach, und da eben halt einfach auch Python als offiziell unterstützte Lehrsprache definiert hat. Ja, das sind im Prinzip jetzt so die kurzen Geschichten, die ich eben halt einfach mal zusammengetragen habe, dass eben halt einfach das wirklich eine Sache ist. Python hat eben halt einfach auch wirklich didaktisches Potenzial drin. Man muss ja auch sehen, Python ist ja entstanden aus ABC. Und ABC war eben halt einfach von der, ich weiß jetzt nicht mehr die Uni, wo er war, Guido, die hat eben halt einfach ABC entwickelt als Lehrsprache. Und Guido hat ja im Prinzip das dann hergenommen und hat aus ABC eben halt einfach dann Python gemacht. Und ich denke, diese Konzepte, die da in ABC drin waren, die sind halt im Prinzip dann übernommen worden. Auf der Europython jetzt auch nochmal mit Guido drüber gesprochen. Also er hat selber eigentlich nicht unbedingt den Fokus gehabt, das als Lehrsprache auch zu entwickeln. Aber es sind eben halt einfach die Konzepte von ABC mit drin. Und das macht eben halt einfach, denke ich, das schon aus, dass Python eben halt einfach in dieser Hinsicht mit einer der besten Sprachen ist, wo man eben halt einfach programmieren lernen kann. Ich meine, dass es völlig klar ist, dass man irgendwo auch andere Sprachen braucht. Man braucht weiterhin C, man braucht weiterhin auch Java, denke ich, aber es ist eben halt einfach so zum Lernen, zum Beginnen, zum Anfang des Programmierens, da wäre eben halt einfach aus meiner Sicht Python das geeignetste. Und jetzt war meine Idee eben halt einfach auch jetzt mit euch zu diskutieren, was sind eure Erfahrungen eben halt einfach im Lernen von Python mit gewesen? Was habe ich jetzt im Prinzip hier an Erfolgsstories noch nicht mit drin? Welche didaktischen Argumente, ich bin ja auch kein Didaktiker, vielleicht gibt es ein paar Lehrerinnen, die eben halt einfach wirklich dafür sprechen, dass Python als erste Programmiersprache da ist. Dass wir das jetzt im Prinzip in der restlichen Zeit, in den restlichen 15 Minuten vielleicht diskutieren, was sind da eure Erfahrungen? Ja, damit wäre ich mit meinem Teil jetzt fertig und ich habe das so als Workshop auch gedacht, dass wir eben halt jetzt darüber diskutieren. Irgendwo muss noch ein Mikro sein. Hier. Ja, genau. Okay. 1-1-1. Peter. Ja, was sind eure Erfahrungen? Ich komme jetzt nicht aus der Python-Welt. Ich habe auch nicht mit Python programmieren gelernt. Ich habe mit PHP programmieren gelernt. Ja, okay. Ich muss sagen, dass ich auch damit schnell programmieren lernen konnte. Die Vorteile, die sich mir jetzt allerdings als Ausbilder, der ich bin, gegenüber, also Python als Ausbildungssprache gegenüber PHP habe, ist, dass es nur meistens einen Weg gibt, irgendetwas zu tun. Und das ist ein erheblicher Vorteil, wenn man Schülern etwas beibringen will, weil die können nicht so viel falsch machen. Ich kann sie auf eine Aufgabe loslassen und es kommt eine Lösung raus, mit der viele was anfangen können, die viele auch in einer guten Zeit hinbekommen, was zumindest ein Vorteil ist gegenüber PHP als Anfängersprache. Also, ich meine, das, was ich jetzt an PHP im Prinzip als Gegenargument jetzt auch noch sagen würde, ist eben halt einfach, sie haben eben halt einfach die Objektorientierung oben aufgestülpt, genauso wie das bei Perl ist. Das war ein Konstrukt, ich habe das irgendwo mal dann später mal gemacht, ich habe Perl auch sehr lange gemacht. Es ist einfach so, man kann vor allen Dingen, wenn das oben aufgestülpt ist, dann ist es so, dass man eben halt einfach auch von daneben eben halt reingehen kann und das wieder konterkarieren kann. Also dieses nicht im Kernel drin sein,
dann eben halt einfach natürlich auch das, was ja auch der Fall ist, eben halt einfach diese drei Konzepte, eben halt imperativ, objektorientiert und funktional, das haben wir eben halt einfach, ich wüsste keine andere Sprache, die das hat. Ja, ja, aber funktional? Also das funktionale Paradigma ist im Prinzip schon was denke ich, in Python einmalig ist. Natürlich Funktionen das hat man natürlich auch in PHP, das geht es ja nicht, sondern das funktionale Programmieren. Die Frage ist ja, ob ich funktional, also ich bilde Fachinformatiker aus. Ja. Wir arbeiten nur mit PHP oder mit Java in einem Projekt. Und alle unser PHP ist objektorientiert. Das heißt, das, was ich den Auszubildenden schnell beibringen muss, ist, wie funktioniert Objektorientierung. Ja, okay. Schon klar. Das heißt, die anderen beiden Sachen sind für mich eher nebensächlich. Das ist was, das wird in der Berufsschule gemacht oder wir machen das mal in einem kurzen Workshop, aber anwenden werden das zumindest die Entwickler, die bei uns bleiben, eher weniger. Das heißt, für mich ist die Objektorientierung das, was ich als erstes brauche. Ja, egal, klar, ob das in natürlich, Python oder PHP logisch. Ist. Also das denke ich, das ist völlig, völlig außer Frage. Ja. Da noch Zeit drüben. Ich denke, man muss da auch ganz klar nach Zielgruppe unterscheiden. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man will als erste Programmiersprache Schülern Programmieren näher bringen, dann muss man einfach dafür sorgen, dass die schnell irgendwas sehen, dass sie schnell ein Erfolgserlebnis haben. Während, wenn man jetzt zum Beispiel einen Auszubildenden hat oder einen Student, wo man natürlich erstmal monatelang irgendwelche theoretischen Paradigmen auf- und abhandeln kann, das kann man mit einem Schüler natürlich nicht machen. Bei einem Schüler, der muss irgendwie ein paar Sachen eingeben und am besten hüpft dann schon irgendwas über den Bildschirm, ansonsten hat er ganz schnell das Interesse verloren. Das ist bei Studenten genau dasselbe. Ja, aber das ist, bei den Studenten ist die Frustrationsschwelle nicht ganz so niedrig wie beim ist schon klar. Ich meine, das liegt eben halt einfach auch sicherlich an meinem Studiengang, nämlich interaktive Medien, der eben halt einfach halb 50% Informatik und 50% Design ist. Das heißt also, viele kommen eben halt einfach, die dann zum Beispiel nur Design eigentlich im Kopf haben und programmieren. Ja, okay, gut, vielleicht, aber so einfach wie möglich. Ja. Also das heißt, da muss man schon auch im Prinzip was tun, damit man eben halt einfach die irgendwo motiviert und an der Stange hält. Und das ist, und bei den Informatikern denke ich, ja, da ist es so, dass sie eben halt einfach, also es ist so, wir haben Gott sei Dank eben halt durch das, dass wir vier Kollegen sind, die wir im Python machen, eben halt wirklich dann auch im dritten Semester so, dass sie alle Python machen müssen. Gerade da zum Beispiel die Bildverarbeitung ist was eben halt einfach in Python ganz anders unterstützt ist, was man eben halt da ganz anders machen kann. Und die ganzen ZyPy und NumPy und diese ganzen Sachen, die eben halt einfach da existieren, die eben halt einfach die Kollegen da für die Bildverarbeitung einfach ganz anders einsetzen können. Also da ist das was eigentlich, sagen wir mal so, die Basis ist von dem, warum die dann ja eigentlich schon auch begeistert werden durch diese ganzen Geschichten, aber trotzdem fragen sie sich natürlich auch, ja, warum brauche ich es eigentlich? Ja. Ich denke, als Programmierer oder Informatiker muss man eigentlich mehrere Sprachen können und kennen, um dann auszuwählen, wann ist was eben halt einfach wirklich das Wichtigste und wo brauche ich eben halt einfach diese oder diese Sprache. Ein anderer Aspekt ist noch, was will man auch mit der Sprache vermitteln? Will man eine Programmiersprache vermitteln, damit jemand programmieren kann, oder will ich eben gezielt die Konzepte vermitteln? Also bei uns an der Uni, ich habe in Karlsruhe studiert, da war es so, dass wir im ersten Semester Haskell gemacht haben, ja. Um funktionale Programmierung zu vermitteln. Jetzt kann man natürlich sagen, Haskell, was ein Schwachsinn, das braucht ja kein Mensch, keine praktische Anwendung. Ja. Aber dadurch, dass man eben gezwungen war, funktional zu programmieren, war es gar nicht schlecht, um die Konzepte zu vermitteln. Im zweiten Semester wurde dann Java gemacht, weil es da objektorientiert war. Ja. Da ist der Multiparadigmenansatz von Python vielleicht sogar eher kontraproduktiv, weil man es dann ja auch auf die gewohnte, prozedurale, objektorientierte Art machen kann. Das ist vielleicht auch ein Gedanke. Ja. Da möchte ich auch nochmal einhaken, weil es eben auch, also
in meiner Erfahrung ist halt, ich habe unterrichtet an der Uni als Tutor und da war es meiner Erfahrung so, dass man besser dran ist, wenn eine Sprache ein Paradigma hat und das wirklich tausendprozentig. Okay. Wir hatten zum Beispiel im ersten Semester bei uns eine ganz eingeschränkte Variante von Java, die nur funktional programmieren konnte und da auch ohne diese ganze syntaktische Overhead von Haskell. Und das hat halt zum Beispiel den Studenten da mehr geholfen, überhaupt die Konzepte zu verstehen und eben nicht so sehr die Programmiersprache zu lernen, sondern das algorithmische Denken, weil, also was eigentlich das viel größere Problem ist, gerade bei Studenten, ist nicht, dass sie jetzt nicht programmieren können, weil das haben gerade viele in Informatik vorher schon mal irgendwie gemacht, sondern dass man ihnen beibringt, wie sie irgendein Problem so abstrahieren, dass sie es dann als Programm umsetzen können. Ja. Das ist das viel größere Problem. Ja. Und da ist es sehr, eigentlich meiner Erfahrung sogar nach eher kontraproduktiv, wenn die Sprache zu viele syntaktische Mittel und zu viele Features anbietet, weil die Studenten dann sich sehr leicht in den ganzen Möglichkeiten der Sprache verlieren. Ja, das ist sicherlich ein Argument. Und da auch nochmal zum Thema Schüler, da gibt es so ganz tolle, vom Bayerischen Bildungsministerium, glaube ich, so eine Sprache namens Robot Carol. Da programmiert man in einer ganz einfachen Pascal-ähnlichen Sprache einen kleinen Roboter, der übers Bild läuft und Legosteine hin und her schiebt. Ja. Und um jetzt irgendwie den ersten Kontakt mit Abläufen und Programmierung zu geben, ist sowas eigentlich viel besser als Python, weil man da sofort sieht, was passiert und jede Aktion sofort eine grafische Darstellung hat. Und das ist für Schüler, glaube ich, einfach ein ganz konkreter Zugang. Und so auch wie Hamster Mittel. Oder was gibt es noch? Diesen, ja, genau, sowas dieses, in der Art. Turtle auch, ja, genau. Ja. Deswegen eher ist eher wahrscheinlich weniger Paradigmen, ist am Anfang wahrscheinlich eher besser. Okay. Ein Aspekt noch, gerade wenn man jetzt junge Leute, Kinder, Schüler ans Programmieren ranführen will und da die Begeisterung wecken will, da war meine Erfahrung, also jetzt nicht konkret mit Schülern, aber allgemein, dass die Leute schon ziemlich abgestumpft sind. Also ich meine, man ist es gewohnt, dass man, keine Ahnung, Computerspiel, sowas kann ja niemand mehr realistisch selbst programmieren, dass es so aussieht wie ein aktuelles Computerspiel. Ja. Aber wo man noch Chancen hat, ist eben, wenn man die Brücke schlägt zwischen Computer und irgendwie der physikalischen Welt. Also dass man irgendwie dafür sorgt, dass sich irgendwo was bewegt mit Arduino oder Arduino, sowas. Ja. Genau, also da kann man die Leute noch eher abholen und begeistern, als wenn man jetzt sagt, hier, ich habe Hello World, das war vielleicht vor 30 Jahren mal eine Sensation, aber ist einfach nicht mehr up to date. Ja. Das finde ich auch ein Aspekt. Oder im Prinzip, was ich jetzt momentan eigentlich präferiere, ist eben halt einfach auch diese Interfaces, diese Touch-Interfaces auf dem Handys oder sowas, wo man eben halt einfach dann damit mit Kiwi eben halt einfach auch sehr gute Möglichkeiten hat. Das ist sicherlich richtig. Also Arduino ist sicherlich ein ganz hervorragend, wird auch bei uns eingesetzt. Ja, ich denke auch, dass irgendwie so direktes Feedback und direkt das Sehen sehr wichtig ist. Ja. Und die gibt es jetzt da relativ neu von der Khan Academy so Sachen, vor allem für JavaScript, wo man direkt irgendwie visuelles Feedback hat, wo man direkt auf so einem Canvas irgendwas machen kann. Ist jetzt vielleicht nicht so toll, um sich irgendwie Processing oder sowas. Nein, das ist JavaScript basiert. Ja, es gibt ja auch eine JavaScript, Processing-JavaScript-Implementation inzwischen. Nein, aber das ist halt irgendwie, das ist eine Online-Plattform, wo Leute JavaScript-Programme schreiben können, wo Tutorials sind und so, eben innerhalb von dieser Khan Academy. Und da ist halt sozusagen ein ganz einfacher Zugang, kann es mal auf die Webseite gehen, kann da was eintippen, dann sieht man direkt den Effekt. Und für Python gibt es irgendwie nichts, was so ähnlich ist, wo man sagen, direkt irgendwie sehr einfach Effekte sehen kann und wo man auch eine sehr einfache GUI hat, mit der man da irgendwie was drauf zugreifen kann. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Wäre schön, wenn es da mir mehr geben würde. Okay. Ja, das ist sicherlich ein guter Hinweis. Also, dass man, also ich meine, es gibt ja immer halt einfach sowas wie Learn Python oder sowas, wo man im Web das Ganze machen kann, aber man sieht natürlich nichts, sondern man sieht im Prinzip nur irgendwo einen ganz normalen Output, aber irgendwo nichts Grafisches. Das müsste man sich mal überlegen, dass das vielleicht noch eine Idee ist, ja. Das ist ein guter Hinweis. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt da nichts. Das würde ich mal nicht so sagen, sondern du hast es noch nicht gefunden. Und das ist das Interessante, dass man da eben auch Plattformen hat, um sich auszutauschen. Gestern war zum Beispiel der Vortrag von dem Josef Hein, ich weiß nicht, ob er hier war, über ein Visualisierungsframework, was sie bei der Forschungszentrum Jülich einsetzen, wo dann auch einige Leute sagen, du warst da glaube ich auch da, boah geil, warum kenne ich das nicht oder so. Und
Ja, ja, das ist was anderes, aber du kannst natürlich diese Dinge, von denen du gesprochen hast, die kannst du natürlich mit solchen Tools umsetzen. Das heißt, auch diese Kiwi-Geschichten, Touch oder Audio-Sachen sind auch unheimlich beeindruckend, dass man da einfach schaut. Ich weiß nicht, wer kennt kartograph.org? Wie heißt das? Kartograph.org. Das ist ein Python-geschriebenes Framework mit einer JavaScript-Komponente und mit einem Backend-Service mit Python. Da kannst du halt kartografische Projektionen machen. Dreidimensional, zweidimensional. Was denn? Okay. Und das ist auch fantastisch. Kannst du natürlich im Unterricht einsetzen, um zum Beispiel geografische Sachen auszuwerten. Erzeugt Vektordaten in sehr hoher Qualität. Kann man in eine PyQt-Anwendung einbinden. Und da kann man dann einfach erstmal zeigen, also wenn du da was eingibst, passiert das. Und dann nimmt man die Applikation Schritt für Schritt auseinander und hat dann die einzelnen Bausteine mit überschaubarem Code, den man lesen kann, den man verstehen kann. Und das ist, glaube ich, das Interessantere, wie du das eben auch angesprochen hast. Also erstmal so eine konkrete Anwendung sich angucken und die da mal auseinandernehmen und sagen, ach, das könnte ich jetzt auch machen, das kann ich machen und das kann ich machen. Und die anderen Sachen sind noch zu komplex, die laufen aber einfach schon mal. Mhm. Und dann kann man sich das so Schritt für Schritt erarbeiten. So habe ich das mit Python und Plone zum Beispiel gemacht. Ich habe das Plone am Laufen gehabt. Und wenn dann irgendwo was geklemmt hat, dann habe ich mir den Code angeguckt und habe dann angefangen, dran rumzufrickeln. Ja. Und das dann professionalisiert mit der Zeit. Ja. Ja, ich denke, es gab einige interessante Aspekte. Also dazu vielleicht noch ergänzend irgendwie, das Konzept Battery Included, finde ich, ist halt nicht vollständig durchgesetzt. Also man hat diese Werkzeuge irgendwie, man kann das alles machen, aber du hast halt eine gewisse Schwelle irgendwie. Du musst halt schon ziemlich viel wissen, wie installiere ich mir das jetzt auf Windows, wie installiere ich mir das jetzt auf meinem Ubuntu oder was weiß ich. Also du hast halt nirgendwo so ein Package irgendwie, das du halt runterladen kannst und installieren kannst und hast dann alles drin irgendwie, ne? Also so eine Werkstatt oder sowas irgendwie. Ja, das war ja in einer von diesen Vorträgen kam das auch vor. Also zum Beispiel, wenn du einen Python brauchst und willst dich damit nicht belasten, das zu installieren, dann nimm einfach einen Plone-Install. Dann gibt es für alle Dinger, du kannst nicht nur das Plone wegschmeißen, du kannst auch das Soap wegschmeißen und du hast dann ein funktionierendes Python. Das funktioniert ziemlich gut. Ne? Du sagst, das ist ein kranker Weg, du kannst den Installer ja nehmen und den entrümpeln, das ist ja nicht das Thema. Wir haben jetzt diese Herausforderung mit dem Schülerwettbewerb, dass wir also auch jetzt gucken müssen, wie können wir denn zum Beispiel dafür sorgen, dass die Schüler relativ einfach an eine funktionierende Python-Umgebung kommen. Da haben wir noch keine Lösung für. Müssen wir auch mal gucken, wie man sowas macht. Und das sind natürlich so Dinge, da braucht man dann Mitstreiter, die an sowas mitarbeiten. Hast du Lust? Es gibt ein Open Book, das heißt Schlangengerangel für Kinder. Ja, genau. Darauf wollte ich noch hinweisen. Ich habe Schlangengerangel für Kinder. Das ist eine Übersetzung, eine deutsche Übersetzung. Das muss man auch dazu sagen. Mein Gott, es gibt auch für Java natürlich sehr viele Bücher für Kinder, aber auch für Python gibt es im Prinzip das Schlangengerangel für Kinder. Hat ja auch Jan Ulrich auf der PySV-Seite veröffentlicht. Also kommt man, denke ich, auch sehr gut hin. Ja, gibt es noch weitere Ideen, Fragen dazu? Wobei ich mach mal noch. I'm not a native speaker of German, so okay. I prefer in English. Today, if you don't have a driving license, you are a lost man. In certain professions, if you don't speak Python, you are a lost man. I think this is a very important argument. Python is a utility language with a lot of libraries like the PIL and so on. You need to drive a car. You need to learn Python in certain. Yeah, I think it's probably not not a good candidate to be the first language for an IT professional. Because that better happens from a historical perspective. I think it depends. It depends on the motivation. What's the goal of programming for the students is? So, might be it's for computer scientists necessary to not to use Python as a first language.
But I think in my course program with design and mixing, I have to motivate them. And okay, I think we have time is left. Und nicht vergessen, bitte.